sind wieder da, Inas Nacht. Ich freue mich so, weil heute ist der Schwermetall-Fan Bernhard Hoecker da. Den Knastarzt und Tatortarzt Jo Bausch haben wir da. Der erzählt, was hinter Gittern so abgeht und natürlich noch ein bisschen mehr. Dann kommt eine neue Folge von Star Wars mit Ingo Pohlmann und Musik von OK Kid. Juhu! Ich freue mich auf unseren ersten Gast. Ich würde mal sagen, wir alle kennen ihn entweder von Genial daneben oder von der Schillerstraße. Er ist so viel klüger als ich. Dafür ist er eine ganze Ecke kleiner als ich. Er liebt Heavy Metal. Ich nicht. Begrüßt mit mir Bernhard Hoecker! Die Musik schockiert. Dieser Tisch hat Angst gehabt. Ja, das habe ich vorhin auch schon gemerkt. Aber du bist ja Heavy-Metal-Fan, ne? Ich bin Heavy-Metal-Fan. Toll. Ja. Ich ja nicht. Ja. Ich habe mich gefragt, was du wohl trinkst. Whisky? Nee, ich werde dann ausfällig. Ehrlich? Sage, ja. Aber dann einen doppelten. Wir nehmen einen Cola-Whisky. Nee, nicht Cola-Whisky. Das kannst du mit der amerikanischen Maispüre machen, aber nicht mit dem Scotch. Das ist echt nicht. Das geht gar nicht, oder? Nee. Der wird ja noch nicht mal mit Eis getrunken. Ach, okay. Komm, wir setzen uns. Mit schottischem Quellwasser. Gehst du durch? Aber gerne. Was du alles weißt. Mit schottischem Quellwasser und dann einen Tropfen hinein, damit die Oberflächenspannung sich verändert und das Aroma ganz anders. Okay, danke. So, habt ihr alle schon, habt ihr alle was zu trinken? Shanties, Prost! Prost! What to do with a rock and sailor? What to do with a rock and sailor? What to do with a rock and sailor? All right in the morning. Hooray! 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 Können wir mal meine beiden gefundenen Kutten haben, die ich so gerne mit dir trage? Oh, Kutten? Aber uns Heavy-Metal-Kutten. Geil, du hast extra Kutten mit. Ja, ja, weil eigentlich wollte ich für den Reinholer, für den Carry-On, die schon anhaben. Nein, wie geil. Guck mal so, wir legen mal im Mikros weg. Ja. Und dann ziehen wir die mal über, weil ich finde die wirklich schön. Und das gibt auch dir natürlich. Geil, ey. Gerade hier. Motorhead. Wichtig, man muss natürlich sofort gucken, was steht da jetzt alles drauf. Also ich bin Motorhead und du bist Iron Maiden. Ich bin Iron Maiden und Iron Maiden war meine erste richtige Metalplatte. 666, the number of the beast. Weißt du was, in Vorbereitung, dass du ja heute kommst, habe ich mich durch diese ganze Equilibrium und wie diese ganzen du Bands heißt. Equilibrium angehört? Ich mich durchgehört. Wie geil ist das denn? Und habe wirklich gedacht, das? What the fuck? Ist das für eine Musik? Die ist also, ja nicht hörbar. Also das, die ist ja... Da muss man jetzt, also Equilibrium, da hast du dir natürlich auch direkt den Jazz rausgesucht. Ja. Und die singen halt immer so germane, mythologisches Zeug. Und der growlt halt, das habe ich auch am Anfang growlen gar nicht... Growlen heißt das? Growlen, das mochte ich am Anfang auch gar nicht. Hab das durch die Musik, es ist immer dieses... Das kann, also ich kann es nicht... So das, war so. Equilibrium, und was das ist ich aber da so, das Lustige haben. Bei denen ist, was echt geil ist, die singen zum Beispiel so ein Lied wie Sieh die Weide, die dort steht am Flusse und deren Äste sich wiegen im Wind und erzählen von einer Zeit, wo wir uns liebten. Und dann macht er aber Soll an die Weide, die da steht am Fluss, die noch in einer Zeit, die uns liebten. Könnt ihr bitte am Ende einfach Kill singen bei mir? Ha, 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 ha. Kill! Dann wäre das. Oh, machen wir das? Das wäre Metal. Ja, ja, ja. Dann könnten wir den auch so lassen. Sehr gut, ganz wichtig. Und dann machen wir noch die Pommesgabel. Mach die Pommesgabel dazu. Stopp. Das ist die Pommesgabel. Wie? Das ist die Pommesgabel, das andere war telefonieren. So. Das ist die Pommesgabel. Das könnte ich gar nicht so mal eben schnell. Genau. Nicht verwechseln mit dem Flüsterfuchs. Witzig. Heute haben wir gelacht. Denn wir sind bei Ihnen. Yay! Wir legen jetzt mal diese Mikrofone weg. Weil wir die ganze Zeit in das der Hand ja haben, Metal. Kannst du auch überlegen. Das sind ja Metaller sozusagen.
Schule. Ich habe gedacht, Bernhard Hohecker, du bist der totale Streber gewesen in der Schule. Alles Einsen und in der 6. Klasse abgegangen, weil du alles wusstest. Genau so war es aber nicht. Schule hat dich genervt. Nein, nein, das war genau so. Ich war ein guter Schüler. Ich habe nur im Nachhinein alle Zeugnisse verändern lassen, um an meinem Image zu arbeiten. Stimmt es, dass du in der Schule ein Mädchen so lange gekitzelt hast, bis sie ohnmächtig geworden ist? Ich habe Angst, dass du sagst, und hier ist sie! Nein, es ist so, dass, ja, wie das halt so ist, das musste 5., 6. Klasse gewesen sein, also irgendwas zwischen 11 und 13 Jahre. Und da haben wir natürlich, also man geht ja nicht hin und schläft sofort miteinander, sondern man guckt ja erstmal langsam, wie der andere Körper aussieht. Was, 11? Ja, da macht man erstmal so, ja, ja, eben. Und sowas, genau. Und dann haben wir die halt gekippt, die hat aber eben Bauchschmerzen gehabt und dann ist sie halt umgekippt und hat die Schulter auf uns geschoben. Ja, war wahrscheinlich wir, auch so, weil du wahrscheinlich bekommen. Zu doll gekitzelt hast. Nein, ich habe sie, als sie gefallen ist, habe ich ihr sanft den Kopf aufgefangen und auf den Steinboden gebettet. Ich habe auch immer gedacht, du wärst so einer, der so in der Schule sitzt. Weißt du, die mit Schnipsen, die waren Nein, nein, die so Lehrer wussten, dass sie mich jederzeit dran nehmen können. Die, es war... Nein, überhaupt nicht. Ich war ein ganz normaler Schüler. Und dieses Hohecker wird ja mit Hohecker, H-O-E, mit zwei Strichen über dem E, was es ja überhaupt gar nicht gibt. Ne? Das ist, auch, sind auch Künstlerpunkte. Ah, die hast du dir wirklich ausgedacht? Nee, die hat sich mein Vater ausgedacht. Die hat sich mein Vater ausgedacht und ich habe die dann übernommen. Und stehen und die Vater in deinem Ausweis? So, nee, ich wollte es reinschreiben lassen, aber das kostet 1.500 Euro pro Punkt. Ach, ehrlich? Hätte ich drei gemacht. Zwei überm E und eins überm O. Und dann hätte ich gesagt, so, jetzt schreibt man mit eurer Schreibmaschine meinen Namen. Und zwar richtig. Und stimmt es, dass du jede Sendung Verbotene Liebe geguckt hast in deinem Leben? Da muss man sagen, das stimmt nicht ganz. Mir fehlen die ersten 12 Folgen. Aber die muss es doch noch geben irgendwo. Und die, ja, auf DVD. Und ich bin jetzt, muss ich zugeben, seit letzten Sommer bin ich ausgestiegen. Guck mal, ich gucke immer um 15.10 Uhr Sturm den Diebe. Oh. Ja, und da habe ich noch keine Folge verpasst, weil das wird immer am nächsten Morgen im BR, MDR und NDR alles wiederholt. Deswegen kann man die da immer gucken oder notfalls Mediathek. Und ja, das ist auch genauso eine peinliche Sendung, aber es ist die Was-passiert-dann-Geschichte. Es ist Volkstheater. Das ist total super, die Cliffhanger, wenn dann irgendwie, es ist auch immer dasselbe, die hören immer gleich auf, die verbotene Liebe sagen, die hören immer damit auf, dass einer nochmal so macht. Und dann fahren die so ran. Und dann will man wissen, wie es weitergeht. Aber das ist Lindenstraße, das habe ich jetzt aus Solidarität zu den anderen selbst gemacht. Du hast natürlich recht. Was ist eigentlich Geocachen? Geocachen ist die moderne Schnitzeljagd mit GPS-Geräten. Geil. Wo Leute Tupperdosen und... Darf man sagen? Produkt genannt. Ja, aber Tupperdosen sind kaum noch benutzt, weil die anderen Plastikdosen billiger sind und genauso gut funktionieren. Und die sind dann irgendwo im Wald versteckt. Dann, also angenommen, ich würde jetzt so eine Dose verstecken, dann würde ich mir die GPS-Koordinaten merken über eine Internetplattform. Halt! Wo kommen denn diese GPS-Koordinaten her? Und jetzt kommt's. Vom Himmel. Schon klar. Das reicht, wenn du so guckst, als hättest du es verstanden. Nein, hab ich doch gerade gemacht. Das war mein, ich hab's verstanden. Nee. Das habe ich aber beim Durchlesen schon gedacht. Und dann, was ist denn immer drin? Auch ein paar Bonbons oder so? Ja, also das Wichtigste, was drin ist, ist ein Logbuch, wo man sich dann einträgt. Ach so. Und dann nimmst du das, versteckst du es wieder. Nicht mitnehmen, das ist total verboten. Weil der Nächste will das ja da auch finden. Das bleibt also schreibst du rein, Bernhard Hohecker war hier, hab euch gefunden, genau. Ihr Schweine. Haha, wie verarscht ihr nicht? Genau. So. Klappen, Dose genau. Wieder weg. So was in der Art. Wo ist die Befriedigung? Beim Spiel jetzt? Ja. Erstmal beim Spiel. Ich dachte, wir haben das Thema gewechselt, so schnell. Aber er ist gut. Frau Müller, ich brauche noch ein Bier, bitte, mit Eiswürfeln, wenn es geht. Und ich schließe das. Bier mit Eis? Ja, das habe ich als sehr gut empfunden. Nein, der Spaß ist das Suchen. Es ist wie, wenn du auf den Gipfel gehst. Was ist daran schön? Du willst das Ziel erreichen. Der Weg ist das Ziel. Du gehst ja manchmal auch mit deinem Rätsel rauskriegen und sowas. Mit deinem Hund? Genau. Damit du in so Gebäude, in die man gar nicht gehen darf, eigentlich... Keiner sagen kann, geh wieder raus. Du kannst immer sagen, mein Fluffy. Heißt der Fluffy denn? Fluffy. Und lebt Fluffy noch?
Noch, also vorhin ja. Okay. Danke. Möchtest du noch so eine? Ja. Ich nehme noch eine Cola, bitte auch mit Eiswürfeln. Aus Solidarität nehme ich das. Und genau, was ich liebe, sind diese Lost Places, also so alte Fabrikanlagen oder Bunker und solche Sachen. Und da nehme ich den Hund gerne mit. Der hat da totalen Spaß. Außerdem, wenn man erwischt wird, kann man sagen: Mein Hund ist weggelaufen. Ich musste eine Sache zurückführen nach Paragraph. Irgendwas. Und was war das für ein Zahnarztstuhl, der ekelig war? Oh, das war ein Beelitz. Beelitz ist ein altes Krankenhausgelände. Da bist du rein in altes Krankenhaus, finde ich total gruselig. 20 Jahre verlassen. In der Zwischenzeit ist das auch alles zu. Damals war das noch offen. Und da gibt es halt einen Raum, da liegt halt so ein Stuhl, steht halt so ein Stuhl rum und man fragt sich, was ist das? Und das ist völlig abgefahren, weil das ist so ein alter Stuhl, sieht aus wie so ein Zahnarztstuhl. Und man stellt sich vor, da zu liegen und irgendwer mit so einer rostigen Zange kommt und sagt, ich weiß, ich habe das mal gelernt. Bleib liegen. Bleib liegen. Das tut sonst noch mehr weh. Also du bist Ich will seine Haut haben. Und einen Lampenschirm. Widerlich. Also es bringt dir kein Geld, sondern nur Spaß. Richtig. Man kann auch nicht Gewinner oder Verlierer sein, es macht einfach nur Spaß. Stimmt es, dass du ein anerkannter und von dir selbst sagender Skeptiker bist? Nein, also ich bin Skeptiker. Das heißt, es klingt immer so, als würde man alles, was man hört, total falsch finden. Man ist so wie die man wäre ein Verschwörungstheoretiker. Aber es ist einfach, ich bin ein Freund von diesen, von wissenschaftstheoretischen Überlegungen, wenn es um Theorien geht. Also, dass sie falsifizierbar sein müssen, Existenzbehauptungen werden bewiesen. Guck mal, ob du noch eine andere Frage hast. Nee, ich finde das super, weil, also man kann es ja auch mal einfach in Sprachworte, also in Normalverständnis. Das heißt, du glaubst nicht an Gott, du glaubst nicht an Schicksal. Das ist alles viel zu wahr. Du glaubst, alles ist Zufall. Wir sind geboren und irgendwann werden wir sterben und leben weiter in Erinnerung. Das geht zu schnell. Das geht alles viel zu schnell. Mehr Zeit haben wir nicht. Ja, dann müssen wir uns die jetzt nehmen. Das heißt einfach nur, wenn jemand etwas sagt, also irgendwas behauptet, dann bin ich der Meinung, er sollte, wenn es eine abgefahrene Behauptung ist, sollte er dafür sehr starke Beweise haben oder einfach überhaupt einen Beweis haben. Und er sollte sich immer so ausdrücken können, dass ich sagen kann, da hast du einen Fehler gemacht. Wenn ich jetzt Kreationist bin, klassisches Beispiel dafür, die machen folgenden Fehler, die sagen, die Erde ist 6000 Jahre alt. Dann sage ich, okay, ich kann die falsifizieren. Und zwar habe ich hier einen Saurierknochen. Dann sagen die, ja, den hat Gott da hingelegt, um dich zu prüfen. Und auf diese Art und Weise nimmt er mir die Möglichkeit, ihn zu widerlegen. Und warum werden Menschen ausgelacht, die an Elfen und Engel und was weiß ich, was für einen dummen Krams glauben? Aber nie lacht einer, wenn er sagt, er glaubt an Gott, weil den hat ja auch noch keiner gesehen. Tja, weil Gott einfach nicht mit kleinen Flügelchen und Ballettschüchen in einem Tütü über eine Waldlichtung schwebt. Das weißt du doch überhaupt nicht. Also es ist so. Wie funktioniert Memo-Technik? Es wird MN geschrieben. Sagt man Memo oder Mnemo? Mnemo, wie bei Amnese. Mnemo. Mnemo-Technik. Aber sowas Beklopptes, wieso schreibt man etwas MN-Emo? Weil es aus einer anderen Sprache kommt. Mnemo. Also, das ist eine Technik, ne? Ja, und so merkst du das zum Beispiel alle Hauptstädte der Welt. Ich bin schnell, ich weiß und ich lasse selten ausreden, aber ich habe so viele Fragen. Du brauchst mich nicht ausreden lassen, weil du mich ja manchmal gar nicht anfangen lässt. Und zwar ist es. Nein, das ist eine anerkannte Technik. Das ist einfach nur das ist uralt, das hat schon Platon und so, die haben das immer gemacht. Oder Cato, wenn die so Reden gehalten haben, sind die durch Rom gelaufen. Die hatten ja dann kein iPad, wo sie ihre Notizen draufschreiben konnten und haben dann immer so bestimmte Ideen ihrer Rede, haben die dann an verschiedene Gebäude gelegt, so gedanklich. Hatten die nicht schon so Tafeln? Dann, ja, aber beim Reden halt nicht, da haben die ja frei geredet. Und aber dann man sind die. Ja, wie meine Pappen da oben so Tafeln Entschuldigung, so Steinplatten. Nächste Seite. Okay, anderes Thema. Nein, gleiches Thema. Ich höre auf, wollte ich sagen. Sage, also Platon konnte sich nichts merken. Ich mache den Satz dann weiter. Ist doch okay. Ja, du machst einfach weiter. Platon konnte sich nichts merken. Geredet hat, hat er sich dann. Totlachen, ich war immer wieder. Total albern. Das ist total albern. Ein Klassiker, das ist quasi Standard. Das ist wie eine Eckensituation. Eine Eckensituation, genau. und. Was ist eine Eckensituation? Eine Eckensituation, das ist eine Standardsituation beim Fußball, beim Hockey und beim Basketball. Entschuldige. Du bist aber auch echt um eine Ecke dann mit den Sachen. Aber jetzt mach weiter. Satz gesagt hat, ist er dann den Weg nochmal gedanklich abgegangen.
den er vorher durch Rom gegangen ist und hat sich dann wieder an die Stellen erinnert, die er dann thematisieren wollte. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe alle Länder der Erde mal auswendig gelernt, wo die alle liegen, mit so einer ich habe mir so Geschichten ausgedacht. Also Ägypter lieben Thunfisch, Ägypten, Libyen, Tunesien kommen nicht ran, weil Algen, Algerien auf den Felsen Rocks Marokko sind. Da ist aber eine Mauer, Mauretanien, und darunter ist einer mit einer Sense, Senegal, und dann sieht er da einen mit und die. Ich finde das Problem, als ich immer versucht habe, mir so Sachen zu merken, dass ich mich immer an die Eselsbrücke nicht wieder erinnert habe. Das kommt leider vor. Das und stimmt es, dass du mal für Boss Werbung machen solltest? Ja. Und dann habe ich mich total gefreut. Werbeanfrage für Boss. Ich natürlich sofort zugesagt, freute mich auf einen Anzug, auf schicke Schuhe, auf eine Krawatte, auf richtig teure Klamotten. Und es war Möbelboss. Ganz ehrlich, die haben angefragt und sagten, hallo, hier ist Firma Boss, wir hätten gerne als Testimonial den Bernhard Hohecker. Ja. Aber du bist 1,59, hast du nicht einen Moment gedacht, Mensch. Ich dachte, die wollten eine neue Zielgruppe erschließen. Es gibt eine wissenschaftliche Arbeit darüber, dass sie festgestellt haben, dass jeder Zentimeter Körpergröße 278 Euro mehr Gehalt bringt. Das heißt, da wüsste man schon, Gottschalk ist zum Beispiel größer als Lanz. Ja. Lanz verdient weniger als Gottschalk, richtig. Ungefähr 3000 Euro, weil er ist 11 Zentimeter kleiner. Genau. Aber für dich ist das ja richtig doof dann. Ja. Glaubst du an diese Theorie? Nein, da muss man nicht dran. Das ist ja keine Theorie, die man glauben kann. Die hat ja jemand gemacht, das hat einer gemessen und das ist so. Weil wenn da zwei Leute sind. Du wirst auch nie in der Kinorolle den Helden spielen. Du bist immer so der Loser an der Seite, so der kleine Doofe, der immer so die lustige Rolle kriegt. Aber Sylvester Stallone ist so groß wie du. Den gibt's noch. Tom Cruise ist so groß wie du. Ja gut, die werden ja auch genommen, weil die lustig und komisch aussehen. Und als George Clooney, der ich bin, habe ich ja. Nein, das ist natürlich. Es gibt natürlich bestimmte Dinge. Du könntest ja zum Beispiel auch Tatortkommissar werden. Theoretisch geht das schon. Das würde mal endlich was passieren, so typmäßig, finde ich so ein bisschen. Ja, und es eröffnet ja wahnsinnig viele Gags, wenn dann zum Beispiel dein Partner ganz groß wäre. Ja, aber es sind Gags, aber das ist ja wieder genau dasselbe. Man ist halt immer der Clown oder die witzige Figur dazu. Das Problem ist, dass Frauen mir dann immer sagen, ja, ist total, ich mag ja kleine Männer. Aber das nachher dann immer, ich finde die so süß. Ehrlich, kommt dann immer. Ja. Und dann ist es natürlich die Frage, möchte man als Tatortkommissar jemanden haben, der süß ist? Oder jemanden, wo man so als Frau sagen kann, wenn der mich in den Arm nimmt, dann kann mir nichts mehr passieren. Ja, wüsste ich auch nicht, ob ich das will. Stimmt es, dass du immer Puzzle machst? Ja, ich puzzle. Bevor du auf die Bühne gehst? Ja, ich kann im Moment nicht dazu, aber ich hatte so eine Puzzlerolle, wo man drauf puzzelt, die kann man dann einrollen und mitnehmen. Aber weißt du, wo man das sieht? Bei Schwiegertochter gesucht, wenn die da manchmal in der Küche sitzen, die Kandidaten. Die habe ich zuletzt puzzeln sehen. Ja, ich... Du bist merkwürdig, finde ich. Aber kein Mensch puzzelt mehr. Ja, aber... Außer bei Schwiegertochter gesucht. Ja. Aber ich muss halt gucken, wie ich ans Geld komme, weil ich so klein bin. Und dann muss man auch bei der Aber machst du das, um dich abzuregen? Nee, das beruhigt total. Also dann, was ich auch gemacht habe, ich liege dann auf dem Bett, habe dann so ein Brett mit dem Puzzle drauf und dann mache ich das. Und dann läuft im Fernsehen eine Dokumentation und wenn es interessant ist, dann guckt man da so hoch. Und wenn es langweilig wird, dann guckt man wieder runter und puzzelt wieder weiter. Und es ist so eine... Du kannst dir grundsätzlich Sachen besser merken, wenn du mit dem Körper noch parallel etwas anderes machst. Also, wenn du läufst oder wenn du malst oder überhaupt wenn du puzzelst. Doch, das ist so. Wenn ich laufe, kann ich nur laufen. Wenn ich esse, kann ich nur essen. Und wenn ich trinke, kann ich nur trinken. Kommen, hast du gesagt, okay, ich komme aber nur, wenn wir singen. Ja, natürlich. Das machen wir jetzt mal. Wenn ihr Fragen habt am Bernhard, ihr wart schon fleißig, das sehe ich schon. Wir singen jetzt in unseren Kutten, die wir tragen, von wem ist denn der Titel Schachmatt? Wer weiß das? Schachmatt. Durch die Dame im Spiel. Richtig. Wie ist es? Roland Kaiser. Ich werde so langsam in deiner Gegenwart, weißt du, so, ich lasse so fließen, weil ich denke, er macht ja alles. Nein, das ist, was du nicht gemacht hast, ist erklären, warum ich mir ein Roland-Kaiser-Lied ausgesucht habe. Das kannst du mir nicht erklären. Doch, das Lied ist doch, so wunderschön. Weil die Leute halten mich so großartig. Du weißt, dass du die Probe mitbekommen hast und deshalb weiß ich, dass du jetzt lügst.
Weil ich habe die Probe auch mitbekommen. Komm, nein, ich will das erzählen. So, jetzt wird gesungen. Drei, vier. Okay. Ja. Schreib auf den Zettel, schreib dir drauf, warum Roman Kaiser? Dann schreib das da drauf und anknicken. Am Anfang war da nur ein kurzer Blick zu mir, ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Dann glitschen ihre Finger durch ihr langes schwarzes Haar, viel mehr tat sie nicht. Doch für mich war das mehr als genug, ich bin als Mann so geboren. Sie griff an mit den Waffen der Frau. Ich war verloren. Schachmatt durch die Dame im Spiel. Schachmatt, weil sie mir so gefiel. Schachmatt, denn sie spielte sehr gut. Schachmatt, packte mich Zug um Zug. Sie siegt, dachte ich mir. Sie spürt, hey, dass ich verliere. Die Frau bringt mich um den Verstand. So zärtlich beinahe wie ein kleines Kind und doch so wild wie ihr Land. Land, Land, sie war so wie ein kühler Tropfen Tau auf dem Gras und doch setzte sie mich in Brand. Hey, hey. Heiß und kalt hatte sie mich erwischt seit dem ersten Augenblick. Hey, hey. Viel zu viel ist bis heute geschehen, ich kann nicht mehr zurück. Ach, du hast eine Kapuze. Quasimodo. Ich habe einen Körper. Darf ich dir die da, darf ich mag da dich überraschen, aber ich habe einen Körper. Ja, darf ich die da rausnehmen? Na klar, kann weißt du, so wollte ich. So, verstehst du? Ah. Genau. Ey, yo, voll geil, Leute. Heute bin ich hier in Hamburg. Yo, wow. Fuck you, yo, motherfucker, yo, yo, look at that, yo, wow. Total geiler Tatortkommissar. Jetzt so da reinkommen und jetzt deine Leiche. Ey, komm, sag mir, wer ist hier der tote Mann, der auf dem Boden liegt? Ich kann ihn heute nicht so richtig erdolchen, denn er ist ja schon eine tote Maus. Und heute komme ich hier aus dem Haus heraus. Oh Mann, da kommt ja schon der Täter. Es ist einer von den Tätern, der da ist. Wir nehmen ihn jetzt mit und dann geht er in den Knast. Das ist der Mörder. Das ist der Mörder. Das war super. Also singen ist doch wohl toll. Ich mag, Metal, eine Metal-Band bräuchte ich. Ich singe total gerne, ich kann es nur leider nicht. Doch. Und der Vorteil also, ist, wir haben das doch gehört. Nein. Also der Metal. Das ist, ich möchte das als sehr nett bewerten, aber ich weiß, darf ich die Bierdeckelchen einsammeln? Du, wir gehen da also, rauf. Ich muss wieder reingehen. Genau. Ah, wohin jetzt? Yeah, look at these shoes, they're a little schleifer with the neaten on. Du fällst bitte nicht, weil man fällt dann so schnell um. Nein, du fällst nicht. Seh ich schon. So, Sie haben es verdient, diese Schuhe haben es verdient, einmal kurz ins Bild zu kommen. So, wir fangen mal an, was steht denn hier? Gibt es von... Oh, das ist ein Mädchen, das ist eine ganz kleine Schrift. Von welcher Stadt wirst du am liebsten Tatortkommissar? Tatort-Kommissar. Oh. No, no, nein. No. Du müsstest mit der Kapuze setzen nochmal auf, weil du siehst so toll so aus. Und dann so und dann Winter immer dann so immer, dann läuft es immer ist so, immer kalt. Es ist immer kalt so. Die Leiche ist an den Strand gespült worden. Wer war es noch mal? Es ist auch nur noch ein Arm. Und genau genommen ist es gar keine Leiche, sondern ein totes Schaf. Aber nee, es wäre mir, glaube ich, ich muss mal überlegen, nee, es wäre leider ein Bergdorf. Das Problem ist, es tut mir sehr leid, liebe
Seemänner da hinten. Aber ich bin Bergfan. Ja, Gott, ja. Ja, dein Gott, mein Gott, Gott ist für uns alle da. Aber er hat... ich kann euch sagen, wie das mit der Schöpfung gelaufen ist. Der liebe Gott hat ja damals, da lief ein Metal-Song im Radio und da war er einfach geil drauf und hat die Felsen gebaut, hat ganz filigrane Spalten hineingelegt, Gipfel gesetzt und Täler gemacht. Und dann ging ihm die Zeit flöten. Dann hat er gesagt, komm, ich mache ein Loch und lass Wasser rein. So ist das Meer entstanden. Komisch, in München ist das ein Brüller. Okay, ja, jetzt geht's los. Also, würdest du auch Haare verpflanzen lassen? Ach, spannend. Ach, wie Kloppo. Nein, ich würde mir Haare nicht verpflanzen lassen, weil dann müsste ich sie mir danach wieder abrasieren. Weißt du, wo der Nachteil ist? Ja, die gehen mir ja so schon auf die... Weißt du, wo der Nachteil ist, was man bei Kloppo so sieht? Das tut mir so leid, weil die Idee ist doch eigentlich eine geile, ne? Aber die nehmen, also das weißt du ja auch, wir interessieren uns ja für diese Ärzteblätter und lesen das ja immer. Natürlich. Was die Menschheit ja nicht weiß, ist, warum du hier Haare hast und da nicht, ist, weil die Schambehaarung geht eigentlich bis da. Jetzt lach nicht, es ist wirklich leider so. Guck mal bitte, das hat der liebe Gott, der hat sich das so ausgedacht. Jetzt gucken wir aber mal, wenn wir deinen Nacken angucken, du würdest dir jetzt, sagen wir mal, diesen Streifen hier irgendwas wegnehmen lassen, man könnte das nach und nach aufbauen. Wäre dir das wichtig? Nee, das wäre mir total egal. Also ich finde so schon keinen Bock auf Haare, das kommt immer alles weg. Ich finde das auch überhaupt nicht doof oder hässlich. Ich glaube, Frauen haben damit ein viel geringeres Problem als Männer. Du hast ja auch kein Problem damit. Aber ich glaube, Männer haben... Jungs, seid ihr unglücklich und tragt deswegen Mützen, weil die Haare weg sind? Würdest du dir Zentimeter kaufen, wenn du Zentimeter kaufen könntest? Ja, natürlich. Ehrlich? Ja. So wie Kloppi mit den Haaren. Ja, nein, wenn ich die Möglichkeit hätte, größer zu werden, ist das natürlich schon schön. Aber ist das nicht auch ein wahnsinniges Erkennungsmerkmal, dass du klein bist und keine Haare hast und bei Switch dabei bist? Da ist man ja schon mal lustig per se irgendwie, weil der anders aussieht als die Norm. Ja, das ist halt die Frage, ob man immer lustig per se sein möchte oder ob man manchmal ganz normal sein möchte. Also das ist halt schon auch auf Konzerten, du siehst weniger. Das ist halt, die Leute machen immer Hihi-Witze und die kommen, das, wenn die Fotos machen, das ist immer sehr lustig. Die Leute stellen sich immer neben mich und dann machen die so, ich mach mich auch ein bisschen kleiner. Wo ich dann immer sage, ja, das ist gut. Und wenn du neben Bruce Danell stehst, malst du dich schwarz an, damit er sich nicht so... Das ist... Ja, da steht da Manowar, Equilibrium, geil. Hand aufs Herz, was steht da? Hand aufs Herz. Aus Stahl. Welches war dein letztes Konzert? Sabaton. Und zwar, Sabaton ist eine schwedische... Bist du auch Metal-Fan? Ja, ich muss mich jetzt outen, ne? Ja, Sabaton, ist das der Hammer? Metal-Q, die haben ein Lied gemacht, das ist komplett besteht das aus Metal-Band-Namen und ist eine Story. Das ist total abgefahren und jetzt ist es spannend, was für die Nachbearbeitung. Wir spielen das mal kurz ein. Danke, ist doch super, oder? Ja, Wahnsinn. Wir hören jetzt Musik. Und zwar ist einer meiner Lieblingssänger da. Er war schon mal da, es ist lange her. Und wir können jetzt schon mal die Kamera umschwenken auf Ingo Pohlmann und seine Band. Ingo. Freu mich so. Ingo. Ich freue mich so, weil du hast so schöne Musik gemacht, zwischen als du mal hier warst und jetzt. Und jetzt ist ein neues Album da. Nix ohne Grund heißt das Album. Und wir hören jetzt den Titel Star Wars von John, Paul, George und Ingo. Genau, John, Paul, George, Ringo. Oder Ingo, je nachdem. Wollen wir anfangen? Yes. Sehr gerne. Hagen sitzt so bequem. Übrigens, Respekt. Schön. Großer Mann. Okay. Danke schön. Also, die Dinger gut genommen. Echt. Die Dinger gut genommen? Ja. Doch, das habe ich die Dinger losgelassen und du musstest die dann nehmen und damit umgehen. Das ist diese Sache mit der Ecke. Kennt ihr diese Szene aus Cyrano de Bergerac, wo er in der Kneipe ist und die Leute machen Jokes über seine Nase und er macht 10 bessere Jokes, bis die alle ziemlich geil werden. So, das hast du auch drauf. Also wirklich maximum Respekt. Findest du meine Nase scheiße oder was? Nein, Mann. Komm, Musik, Jungs! Du weißt, was ich meine! John, Paul, George und Ringo. Du kannst lieben, Millionen erben, bescheiden oder weise werden. Du kannst der Größte sein und der beste Sänger im Verein. Noch hörst du auf den kleinen Mann bei Star Wars. Train yourself.
let go. Train is sad to let go of everything you fear to lose. Unseren Kutten ja, hier, das ist ganz witzig. Man kann sich dran gewöhnen. Ich mag ja eh so Outdoor-Klamotten, also wo du überall was anderes reintun kannst, wenn du unterwegs bist. Ziehst du sowas an, wenn du zum Metal-Konzert einmal gehst? Nicht. Überhaupt nicht? Lederhose? Nein, ich habe auch kein Leder. Ich ziehe einfach eine ganz normale... Was ist denn der Metal-Look? Ich dachte ja auch mal, Metal-Look ist eigentlich genau sowas. So, die sehen schon so aus. Die haben dann auch so Lederhosen oder die Frauen haben so Leder-Korsagen und so. Oh, doch, ehrlich? Eher so... Ja. So, das ist dann schon, die laufen da schon auch so rum. Die haben auch lange Haare und die haben dann auch so Lederzeug mit so Metalldingern dran und sowas. Oh. Und wollen wir denn mal, apropos lange Haare, wollen wir mal unseren nächsten Gast reinholen? Den freue ich mich sehr. Auch, da komme ich mir langhaarig vor. Nico, habe ich schon hier. Wollen wir Musik anfangen? Ach, das ist schön. Wenn nichts mehr geht, Musik geht immer. Erkennst du schon, was es ist? Ich fange an. Beide so lustig aus. Was möchtest du trinken, Joe? Ich trinke das Wodka Tonic. Oh toll, haben wir sowas, Frau Müller? Wodka Tonic? Oder? Hey, das freut mich.
Frau Müller, ich würde noch ein neues Bier nehmen. Meins ist abgestanden. Du bist ja, wie ich, auch vom Bauernhof. Ja. Das wusste ich gar nicht. Toll. Dass du vom Bauernhof kommst, wusste ich auch nicht. Nee, und ich nicht, dass du vom Bauernhof kommst. Und eigentlich wolltest du Bauer werden oder Priester? Naja, ich wollte es nicht. Ich sollte es eigentlich. So ist es ja am Bauernhof. Der Älteste wird meistens Bauer oder Priester. Du warst der Älteste? Ich war der Älteste. Und ich wollte nicht Bauer werden, da war ich zu klug zu. Und zum Priester war ich auch zu klug. Ach so. Und dann, aber Medizin war gut dann. Naja, ich habe ja nicht mit Medizin angefangen. Ich habe ja mit der Theaterwissenschaft, Germanistik und Politik angefangen. Und zum Entsetzen meines Vaters, der dann auf die Frage, was macht dein Sohn, hat der immer so unter sich geguckt und sagte auf Hessisch, fragt mich nicht, irgendwas mit Augsburger Puppenkiste. Und das fand ich natürlich beschämend. Oh, das hat er so lange gemacht, bis ich aufgehört habe damit. Aber das Lustige ist mit Gefangenen, weil du bist ja Knastarzt. Ja. Ne? Du hast dieses Buch geschrieben, das heißt Knast. Man hätte es aber auch nennen können, hätte ich lustiger gefunden, wenn Mörder Schnupfen haben. Naja, wir das hätte ich sehr lustig gefunden als Titel. Ja, ich bin ja so ein ernsthafter Mensch. Also ich habe ja überhaupt keine Ahnung für Humor. Aber du gehst doch hast du, aber du gehst dieses Thema schon doch relativ ernst an, oder nicht? Ich finde, es ist auch ein ernstes Thema. Also es ist ein Thema mit ein bisschen Humor. Ich glaube, ich habe Geschichten auch reingeschrieben, über die man mal grinsen kann oder über die man auch lachen kann. Weil es gibt dann natürlich nach 25 Jahren im Knast gibt es auch viele, viele Tage, an denen wir herzhaft lachen. Und, ihr hattet ja früher bei euch auf dem Bauernhof auch schon Gefangene, die da geholfen haben, Häftlinge. Ja. Mörder? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, Mörder hätte mein Vater nicht genommen. Aber es waren schon sehr seltsame Gestalten. Und bist du auch Heavy Metal Fan? Nein. Und bist du ein bisschen neidisch auf unsere Kutten? Ich hätte gerne auch so eine gehabt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich einen Koffer habe. Ja, wir haben nur zwei, aber ich würde dir meine gerne mal geben. Ich würde gerne mal was anziehen. Ja, das, würdest du die ausziehen oder ist das blöd? Nö, kann ich machen. Kannst du meine Kutte anziehen? Das ja, sieht klar. Bestimmt ganz gut aus. Und dann können wir dir, Bernhard, noch mal, wir machen uns noch so einen Bauspar dran und dann sehen wir alle drei gleich, fast gleich aus. Okay. Guck mal so. Was für die? Wir nehmen Blonden, ne? Ich glaube, blond sieht besser aus. Guck mal, das ist doch dein Bart, oder? Nee, ja klar. Achso, du trägst jetzt auch ein. Das sind auch Schamhaare. Ja, ja, natürlich so. Ist ein Bart ein Schamhaar. Alles ein Schamhaar. Die ersten Recherchen haben ergeben, dass Schamhaare eckig sind. Ja. Ehrlich? Und Haupthaar ist rund im Durchschnitt, im Querschnitt. Okay. Im Querschnitt. Und deshalb kringelt es sich auch. Weil wenn es wächst, kann es sich natürlich nicht so schön anpassen. Jetzt müssen wir nur noch... Ich dachte nur, weil das Haar eine Hose ist, fängt es an, sich zu kringeln. Und nicht, weil es am Kopf ist oder so, oder? Stimmt. Wenn ich eine Shorts trage, werden sie lang und gehen runter. Aber wieso? Die Haare hinten kringeln sich ja. Jetzt müsste ich auch eine Glatze haben. Ich habe keine Glatze. Aber der Bart steht dir super. Ja? Ich finde das so lustig, dass du zu deiner Medizinausbildung noch eine extra Ausbildung gemacht hast für Gesundheit und Sack und Ernährung. Ne? Ja. Und du selber sagst, Essen ist doof und alles andere ist auch doof, aber Rauchen und Trinken ist toll. Das finde ich so lustig. Naja, es ist ja auch lustig. Ich bin halt ehrlich, auch zu meinen Patienten. Man muss immer zugeben, dass man als Arzt auch Laster hat und dass man nicht perfekt ist. Und also bei mir ist es so, meine Patienten finden das sympathisch. Ich auch, ich finde das total sympathisch. Ja. Und es gibt einen tollen Satz, den ich mir gemerkt habe. Wann bist du Alkoholiker? Na? Wenn du mehr säufst als ein Arzt. Du bist ja natürlich außer Knastarzt, worüber wir gleich noch ganz viel reden werden. Und ich freue mich da ganz doll drauf, weil ich so viele Fragen habe. Auch Tatortpathologe. Und sagst, du hast aber so oft so wenig Text, dass sie dir den Text per SMS schicken. Ja. Das finde ich süß, oder? Ich habe es denen schon mal angeboten. Ich dachte, es lohnt sich doch nicht, so viel Papier zu verschicken. Schickt mir einfach eine SMS. Aber es ist doch schon, manchmal ist es doch länger. Oder ich versuche ihn länger zu machen, also indem ich ganz viele Pausen mache zwischen den Silben. Das ist natürlich doof, wenn du einfach nur sagen sollst, er ist tot. Er ist tot. Er. Aber ich ist. Natürlich vorher ein ernstes tot. Gesicht. Ja, schau mal. Wenn du wenig Text hast, musst du alles daraus machen. Ja. Wie als Knastarzt, ne? Du wohnst ja direkt am Knast in einem Haus. Also das heißt, du guckst immer... Aus der Küche auf meine Patienten. Aufs Gefängnis. Umgekehrt wäre auch doof. Ja, die gucken ja auch raus zu mir. Also die wissen, wann ich wach bin, die wissen, wer mich besucht. Stehst du dann manchmal und sagst, hallo, oh, Essen, lecker. So ärgern? Nein, ich mache einfach den teuersten Wein nur im Fenster. Meine ich. Dann kommt jemand so rüber und sagt, auf euch. Ich muss leider den und an Silvester schieße ich dann natürlich alle meine Raketen aus meinem Garten in den Knast hinein, damit alle Spaß haben. Dann wohnst du da in diesem Haus und dann guckst du rüber, hast auch keinen langen Weg. Du hast zweimal die Woche Sprechstunde, ne? Ja. Was ist denn da so im Ranking auf Platz 1? Was haben die?
Ja, viele haben Rücken. Echt? Vom schlechten Bett, von der Pritsche wahrscheinlich. Von der Pritsche, viele haben Rücken, weil das Sitzen oder haben vom Sitzen Rücken. Ja. Also eine Berufskrankheit. Wer viel sitzt, hat viel Rücken natürlich. Weil, Und wer viel liegt, hat auch noch mehr Rücken, weil er liegt ja meistens drauf. Und ist denn so ein Bett im Knast immer noch wirklich sehr unbequem oder haben die da mittlerweile so eine Zelle? Ne? Hat man da eine Kaffeemaschine? Manche haben auch Kaffeemaschinen, ja. Toll. Aber es dauert Jahre, bis man eine hat. Muss man sich da hocharbeiten? Man muss sich das verdienen. Man kann nicht einfach zu Hause bei Mama anrufen, kann sagen, Mama, ich brauche eine Kaffeemaschine, keiner macht mehr Kaffee. Nee. Sondern du musst erst mal arbeiten. Und wenn du dann gearbeitet hast ein paar Jahre lang und kannst dir was kaufen, dann darfst du ja eine Kaffeemaschine kaufen. Und dann den Kaffee dazu, wo kriegt er den her? Da gibt es einen Einkauf, also zweimal im Monat kann man einkaufen. Es gibt kein Bütchen? Es gibt kein Bütchen, nein, man kann das ankreuzen. So einfach irgendwie so Piktogramme und dann kreuzt sie an. Hart gekocht, weich gekocht. Und dann kommt dann ein Kaufmann alle 14 Tage und liefert das sozusagen im Körbchen direkt ab. Und hat man denn zum Beispiel einen Fernseher? Ja, manche haben einen Fernseher. Auch nur die lieb sind, oder was? Nein, die sich halt einen Fernseher kaufen können. Oder wenn der Vater so großzügig ist und sagt, ich habe da zufälligerweise einen Fernseher. Und dann können totale Gunstverteilung, oder nicht? Wenn einige einen haben und andere nicht. Wenn Fußball läuft, dürfen die sich dann alle treffen in einer Zelle? Nein. Kein Public Viewing? Kein Public Viewing. Nein, das möchten wir nicht. Weil wenn die sich anfangen, irgendwie untereinander zu unterhalten und rustikale Gespräche führen, dann ist es natürlich schon schwierig für uns, die auseinanderzuhalten. Und wir möchten diese Begeisterungsstürme. Es gab es früher, als ich anfing. Ich habe gespielt, mein Solo. Und das war, da war erstmal nur klar, es waren nur Frauen. Ja. Weil man wollte nicht die Frauen und die Männer gleichzeitig in einen Raum packen. Das ist auch nicht schön. Das war, also warum nicht? Naja, weil es ist natürlich so, man muss sich vorstellen, wenn du seit 10, 15 Jahren keine Frau mehr gesehen hast, und dann ist das wie eine Provokation. Ist es wirklich so? Ja. Und würdest du nicht auch lieber im Frauenknast arbeiten? Nein, ich habe das ja mal knapp 2,5 Jahre gemacht, die Frauenstation im Krankenhaus betreut, und das war für mich... Schlimmer als Männer? Die waren schlimmer. Ja, die waren einfach abgezockt. Die haben mich so, ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht so verarscht worden. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so. Oh, Herr Doktor. Die waren immer, entweder haben mich zu Tränen gerührt oder sie haben mich. Ich hatte das Gefühl, ich werde jeden Tag mindestens zweimal verarscht. Ganz heftig verarscht und merk's selbst nicht. Und dann hast du gesagt, wahre Freundschaft gibt's nur unter Männern. Wahre Freundschaft. Ich gehe jetzt in den Männerknast. Nein. Die sagen, was los ist. Nein, es ist anders. Also Frauen sind einfach irgendwie. Sie sind schon sympathischer, weil sie mehr von sich erzählen. Ich hatte auch dann Frauen mit Babys dort, also mit Neugeborenen und so weiter. Das war eine wunderbare Zeit, das will ich auch gar nicht missen. Aber diese besondere Fertigkeit von Frauen, auch gerade wenn sie Mörderinnen sind oder sowas, die sind ja Frauen, die morden, machen das so ungefähr, wie sie ein Fünf-Gänge-Menü oder ein Kindergeburtstag vorbereiten. Völlig entspannt, völlig emotionslos. Oh, jetzt aber nicht von ein auf alle schließen. Doch, ich glaube, manchmal. Doch. Ich war schon wirklich ganz heiter. Weil die so voller Hass waren. Das war wahrscheinlich meistens der Ehemann, kann es sein? Das war meistens der Ehemann. aus den 2 Jahren Erfahrung kann ich nur sagen, diese Frauen sind absolut clever. Und ich habe so eine ältere Dame gehabt, die hat 6 Männer umgebracht. Es ist ja keiner drauf gekommen. Und die war richtig clever. Hast du jemals erlebt, dass jemand mit einem Kuchen reinkam und da war eine Feile drin? Nein, das ist so, ein Märchen. Nein, würde auch nicht vorkommen. Wir lassen ja gar keinen Kuchen rein. Ja, aber man lässt ja dich rein. Also wenn da kein Kuchen reinkommt, kommt da keine Feile rein. Woher kommt denn dieser Mythos, dass immer gesagt wird, da ist ein Kuchen mit einer Feile drin? Das steht wahrscheinlich in demselben Buch drin, wo auch drin steht, dass das hier hinten Schaden hat. Das ist auf der ersten Seite. Wenn ich im Knast sitze, ne, und es ist abends 11 Uhr und ich habe wahnsinnig Hunger, kann ich dann Pizzaservice anrufen? Wenn du ein Handy hast, kannst du anrufen, aber es wird dir keiner eine Pizza bringen. Das ist das Problem. Ach, man bräuchte ein Handy, ne? Ja. Handys müssen wahnsinnig begehrt sein im Knast, oder? Ja, klar. Die sind sehr teuer, wenn dann jemand eins hat. Also es wird immer so gerechnet zwischen 800 und 2000 Euro für ein Handy mit Ladegerät. Also Schwarzmarktpreise quasi. Das sind die normalen Tagespreise, ja. 800 bis 1000 ist ja für den reichen Fuzzi, der dann im Knast sitzt, nicht so. Sitzen da alle Mörder, Steuerhinterzieher? Oder es ist alles da, was mindestens 2 Jahre gebucht hat. Also unter 2 Jahren braucht man bei uns nicht einchecken. Gebucht? Ja, okay. Achso, das wird so sortiert, Langzeit, mittelfristig, ja, kurzfristig. Wenn jemand zu uns kommt, der nur 3 Jahre hat, dann sagen wir, es lohnt sich doch gar nicht, dass sie auspacken. Das ist doch kaum etwas. Aber man will doch als Gefangener, will man doch eine Einzelzelle haben, oder?
Ja, die meisten wollen das haben, aber es gibt auch welche, die sind ungern alleine. Da wird die Zelle immer kleiner und die Decke kommt runter. Aber es gibt auch welche, die wollen kuscheln. Würden wir das nicht ganz hart finden, zu zweit mit einem fremden Menschen auf so engem Raum? Dann muss ja da auch Aa machen und alles und mal pupsen und so. Und das muss, kann man ja alles dann nicht. Ich habe das oft in der Sprechstunde, dass jemand sagt, ich kann nicht und ich habe Auer Bauch. Und dann? Sagen die denn Auerbauch? Ben verstopft und so. Und wenn da jetzt ein Ausländer, den du nicht verstehst, reinkommt, weil das sind ja nicht nur Deutsche wahrscheinlich im Knast, wie macht ihr das mit Hand und Fuß, oder? Ja, AA heißt das in Spanien auch, AA? Also ich habe einen Chinesen, der sagt immer jetzt, nachdem er seit 2 Jahren bei mir ist, sagt immer, Kakahat. 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 Ah, ich glaube. Ja, ich sag ja, es gibt schöne Momente. Wort. Aber das heißt, du bist auch zuständig. Zum Beispiel, wenn einer sagt, oh, Rücken, dann kriegt er eine neue, tolle Matratze. Nein, erstmal nicht, sondern ich gucke erstmal natürlich den Rücken an. Schreiten wir zum Äußersten, fassen wir den Patienten an, untersuchen ihn. Und das ist ja ganz wichtig, weil ich, guck mal, ich bin ja der Einzige, der diese Menschen anfasst, ohne dass er sagt, ich muss dich mal abtasten auf Waffen oder ich leg dir Handschellen an. Ja? So, ich bin ja der Einzige, der sie einfach mal berührt und anfasst und berührt und antastet. Und das ist also das Maximum an Intimität, was es überhaupt gibt dort im Gefängnis. Bist du dann alleine mit denen oder sind da noch? Da sind immer ein paar Leute dabei. Also mir gegenüber sitzt jemand, neben mir steht jemand, im Nebenraum sind noch 2 Leute. So viel? Also wenn es laut wird und ich irgendwie aufstehe, dann also wenn der zurück anfasst zum Beispiel? Wenn der mich anfassen möchte, dann spätestens ist Schluss. Ist das Pflegepersonal oder Aufsichtspersonal? Beides, sie können beides. Das ehrlich, doppelte Ausbildung? Doppelte Ausbildung, das sind gelernte Krankenpfleger. Die und, Karate können? Naja, die können zumindest all das, was nötig ist, um jemanden davon zu überzeugen, die Finger von mir zu lassen. Ist meine Fragerei sehr nervig, weil mich interessiert so viel. Nein, mach weiter. Ich habe gelesen, dass ihr Liebeszellen habt. Aber nicht für mich. Nein, nicht für dich wahrscheinlich. Du brauchst ja auch keine. Du hast ja deine Wohnung nebenan. Genau. Aber es gibt eine Liebeszelle und wenn einer sehr brav ist und verheiratet ist, dann darf die Ehefrau kommen und dann dürfen die da ein paar Stunden rein und Sex haben. Ja. Das ist ungefähr so erotisch wie, fällt dir was ein? Den Arzt anfassen. Aber das ist Obwohl, das sollte jemand mal versuchen von Ihnen. Wenn Sie das nächste Mal zum Arzt gehen, fassen Sie ihn doch einfach mal an. Hallo. Dass bevor der geht's Sie anfasst, springen Sie ihn einfach an und tasten Sie ihn einmal ab. Herr Doktor, geht es Ihnen gut? Ja. Direkt hier messen? Das macht keiner. Das macht, das macht übrigens keiner. Nee. Ich kann sagen, es gab nur einen einzigen Patienten in 25 Jahren Medizin, der mich gefragt hat, wie geht's Ihnen? Nee. Und wenn Sie das nächste Mal zum Arzt gehen, kann ich Ihnen nur sagen, fragen Sie ihn einmal. Er wird Ihnen sofort 10 Minuten seiner Zeit opfern, ohne dass Sie dafür mehr bezahlen. Sehen die dich immer beim Tatort und applaudieren, wenn man nur kommst, wenn wieder einer gezeigt wurde? Naja, das hält sich in Grenzen. Also ich habe natürlich, die eine Hälfte kommt montags und sagt, ja, geil, war wieder klasse. Und ein Teil kommt, war aber ganz schön kurz. Ja. Hätte ihn da mehr gekönnt oder sonst was. Und dann gibt es dann diejenigen, die klugscheiße, die sagen, entschuldige mal, also die Nummer, also mir waren dann noch 2 Minuten schon klar, wer der Mörder ist. Also diese ganzen Spaßbremsen. Ja, klar, du besser, besser und Spaßbremsen. Und dann gibt es diejenigen, die mir dann nur erklären wollen, dass sie das besser gemacht hat. Das finde ich gut, du Armer. Ja. Was ich auch gefunden habe, ist, Joe Bausch singt nie. Aber heute singen wir, ne? Ja, Ina, das ist, ich glaube, es braucht starke Frauen, um mich zum Singen zu bringen. Komm, machen wir jetzt. Bernhard hat auch schon so schön Bernhard gesungen. Bernhard hat auch schon gesungen. Ja, ganz toll. Du hast, nein, wirklich toll. Ja, du hast super gesungen, ich hab's gehört, super. Ich hab's gesehen. Ja, ja, das war genauso viel Gesang, wie dass hinten Schamhaare sind. Das ist Mann, wer sich noch zulassen? Ja, aber ich geh in die Schamhaare. Hey, du hast mir ein Lied geschickt, was du gerne singen würdest. Und ich kannte das Lied gar nicht, von den einstürzenden Brieftauben. Abstürzende so, Brieftauben. So meine ich. Es sind die einstürzenden Neubauten oder die abstürzenden Brieftauben. Darf man nicht verwechseln. Ich kann es vorher auch nicht. Ich habe nach etwas gesucht, was meine gesanglichen Fähigkeiten bedient und was mich auch intellektuell nicht herausfordert. Und jetzt machen wir das. 2 Strophen am Anfang und dann alles wie besprochen. Ich freue mich. Ja. Verlassen, mein Bier und ich, was ich beim Trinken mir überlege. Ich liebe
ein Mädchen und versieht mich nicht. Ich schicke Briefe und Ansichtskarten. Ich schicke Blumen und auch Konfekt. Auf ihre Antwort, da kann ich warten, weil ihr das Süße gar nicht schmeckt. Oh, oh, pa, pa, Paderborn, dort hab ich mein Herz verloren. Wie Bielefeld hab ich noch ein Bier bestellt. Ich bin doch immer in dieser Schenke, die Vögel singen, es wird schon hell. Da ist ein Mädel, an das ich denke, und die Probleme von Karussell. Oh, oh. Da gab es Tequila pur, voll, voll, voll der Stadt, da war ich wieder völlig blatt. Erkel Schmick, Harald Wilken hat genickt, Currywurst und Kumpel Riesengurt. Bip, was wird, da hab ich beide nicht gespürt. Du hast es so gewollt. Ich hätte erst überlegt, Lee Marvin, I was born under. Aber du wärst ein geiler Metal-Sänger, wirklich da vorne so und Stimme und alles. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir setzen uns mit dem Hintern hier rauf. Du darfst hier, musst hier so rauf. Ich wollte nur gucken, dass ich nichts umreiße. Brauchst du das noch? Okay. Nein, darf ich ein neues Bier haben? Ach nee, ich will was anderes. Was trinkst du? Ich hab nichts. Was hab ich denn? Da. Hast du Rücken oder was? Ich hab Rücken. Da. Da. Jetzt, wo du sagst, hab ich... Da. Auf. Gehst du eigentlich unter die Sonnenbank oder ins Fitnessstudio? Habt ihr im Knast eine Sonnenbank? Das wäre doch toll. Das ist die längste Zeit meines Lebens verbringe ich auf Sonnenbänken. Er ist vor allen Dingen, er ist ja kein Gefangener. Er geht nein. Naja, das ist vielleicht ganz wichtig, dass du das so mal sagst. Ja, der sieht nur so aus. Der sieht nur so aus, aber im Prinzip darf der nach Hause. Aber du wärst natürlich. Aber gibt es Gefangene, die dir bei der Arbeit helfen, weil das irgendwie Sanitäter sind, die es etwas großzügig mit der Mund-zu-Mund-Beatmung genommen haben? Nein. Ist viel, was steht da, dass im Gefängnis viel? Im Po geschmuggelt wird. Nee. Im Po geschmuggelt? Mahlzeit. Naja, gut, es ist zumindest eine Alternative. Was denn so? Plastiksäckchen wahrscheinlich, so Luftballons. Handys. Im Po? Ja, ja, gut, seitdem die immer kleiner geworden sind, ist ja kein Problem mehr. Ich wollte sagen, kein... Handys? Ich stell mir das gerade vor. Ich hab dir einen Laptop mitgebracht. Warte mal kurz. Aber danach muss ich zum Job. Das kann ich dir sagen. Du. Warte, da kommt noch das LAN-Kabel hinterher. Das ist. Okay. Bist du tätowiert? Nein. Hier steht, was sind die beliebtesten Knast-Tattoos? Bist du? Ich hab keine. Aber gibt das da auch Klischee? Träne und für ja, jedes doch, Jahr gibt's. Ja. Das ja, ist, ja, ja. Ach, ehrlich? Ja, es gibt nicht für jedes Jahr, es gibt dann drei über Punkte dem Finger diese immer. Drei Punkte. Das ist dann irgendwie, was waren sie, arbeitsscheu, geil und noch was. Was? Und da steht das. Oder tot den Bullen oder sonst was. Tolles, aber arbeitsscheu, geil und so ist ja gar nicht so toll. Oh, ich habe nur einen. Du hast nur einen? Ne? Arbeitsscheu. Du warst nicht lange... Du warst nicht, du warst nicht der ist aber erst gewachsen. Nein, das ist... Also es gibt schon. Wir haben natürlich wahnsinnig tätowierte Menschen. Echt? Zum Teil. Tätowieren die sie auch im? Ja, klar. Da gibt es die das gegenseitig so. Naja, das dürfen sie zwar nicht, aber sie machen es natürlich trotzdem. Und es gibt richtige Künstler. Also es gibt wirklich gute Leute, die das auch in vielen Jahren gelernt haben. Ich meine, sie haben ja viel Zeit, was zu lernen bei uns. Und manche können wirklich wunderbare Tätowieren. Und hast du so festgestellt, ist so ein Anker das Lieblings- oder die drei Punkte und ein Anker? Der Anker ist aber sowas von out, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Anker ist nie out, Jungs. Ach, kommt, Jungs, aber... Doch, Anker out. Ich dachte, Anker geht immer. Naja, auf der Mütze, aber doch nicht am Hintern, oder? Zeigen, zeigen, also. Zeigen. Nein, nicht zeigen, nicht zeigen, nicht zeigen.
wenn also ich mir Anker, was wünschen darf. Der Anker als Arschgeweih sieht einfach nicht so sexy aus. Sag mal, stimmt es denn? Ja, ich weiß, wo der Seil eingefädelt wird. Das war eine super Bemerkung. Ja, Bernhard, kannst du es mal wiederholen? Ich habe die extra gesagt, als es keiner gehört hat. Bei dem Anker als Arschgeweih weiß man, wo das Seil eingefädelt wird. Hey, ich freue mich so. Es war ein total schöner Abend. Aber fandst du nicht? Doch. Ich fand es ganz toll. Jetzt so. Nö. Oh, oh. Fand es total schön. Ich wollte ja was Ernstes eigentlich sagen. Oh, oh. Jetzt? Jetzt, nicht. Jetzt nicht mehr. Zeit für Ernstes ist vorbei. Ja. Wir hören jetzt Musik. Ich freue mich so, dass Sie da sind. Sie haben eine ganz, ganz tolle CD gemacht. Die heißt einfach nur die CD Okay Kid. Aber die Band heißt auch Okay Kid. Und Sie sind heute da. Begrüßen mit mir Okay Kid. Und schneidest Löcher in das Logo deiner Lieblingskappe und reißt die Fenster auf, schreist laut von allen Dächern, dass du den längsten hast, schöner, höher, weiter, besser. Nichts außer bla, doch egal, Hauptsache weitermachen. Auch wenn die Nachbarn sagen, es wäre besser einzupacken, denn es ist niemand da, der dir das Wasser reichen kann, weil du noch viel zu durstig bist, dein Atem ist noch viel zu lang. Du bist allein, zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünf zusammen. Doch du hörst sie nicht mehr, die Kopf des Gewiss heute nicht an. Du bist allein, zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünf zusammen, zu fünf allein sind wir zu viel. Dein Atem ist noch viel zu lang. Es ist vorbei, bye, bye. Scheiß auf Junimond, lass Träume zu Ende gehen. Zieh die Klamotten aus und dusch dich im November Rain. Schmeiß deine Nikes weg und trage wieder Jesus-Latschen, auch wenn deine besten Freunde alle was dagegen haben. Alte Pläne, ich bin da, falsche Träume, schneid den roten Faden ab, wenn er sich nicht verbinden lässt. Auch wenn es Winter ist, du bist noch lang nicht ausgebrannt. Doch wenn es kalt da draußen ist, dein Atem ist noch viel zu lang. Du bist allein, zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünf zusammen. Doch du hörst sie nicht mehr, die Kopf des Lohres heut nicht an. Du fühlst es. Du willst es, du weißt es, da gibt es noch viel mehr als jetzt ist. Fassaden von gestern sind endlich weg. Vielen Dank. Kinders, das war's. Applaus für Okay Kid. Ich freue mich so. Ich bedanke mich natürlich bei Bernhard Hoegger. Ich bedanke mich bei Yo Bosch. Ich bedanke mich bei meinen Shanties, bei meinem Publikum. Natürlich bei Ingo Poolman and his band. Und tschüss. Danke. Tschö.